Und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Wir hatten jetzt das Thema ganz, ganz oft Iveco Stralis. Und hier gibt es nochmal einen komplett neu überarbeiteten Iveco Stralis aus dem SCS-Forum von Fernando. Herrlich, oder? Und den wollen wir uns heute mal anschauen. Also komplett reworked. Ne? Und da gucken wir doch mal, was mit dabei ist. Jetzt auf alle Fälle Standalone, das ist schon mal vorweg. Also er überschreibt keinen oder so. Ne? Dann haben wir hier die Varianten 4x2 mit, Moment, hier ist er, Ersatzschlappen oder die ganz normal mit Zusatztank. 6x2 mit Liftachse und hast du nicht gesehen. Das ist alles hier mit am Start. Kommen wir zur Motorisierung von 310 bis 560 Pferde, klar. 16 Gänge, Interieur sieht auch soweit ganz gut aus. Hier ist so mit ein, soll sein, und das? Telefon, klar, Telefon, macht Sinn. Telefon mit dabei. Farben könnt ihr dann dementsprechend die aussuchen. Hier gibt es übrigens auch ein Template dazu. Ne? Das ist auch vielleicht ganz wichtig für den einen oder anderen, der sich hier vielleicht was skinnen möchte. Also Template ist mit inklusive. So, jetzt kommen wir zu unseren Anbauparts. Was haben wir denn hier mit dabei? Unsere Tröten ist klar. Was haben wir hier noch? Kunststoff oder lackiert hier? Ne? Dann haben wir oben noch. Das sind die Rundumleuchten. Bin ich gerade ein bisschen irritiert, warum ich eigentlich bloß dann hier oben lackiert oder Kunststoff hier habe. Aber okay, ich lasse es. Ich mache es jetzt mal Kunststoff. Lass mal. Mal gucken, was noch so kommt. Rundumleuchten ist klar. Dann haben wir hier einen lackierten Lampenbügel. Denn ist der von SCS Standard oder einfach nur Slots alleine. Klar, was machen wir? Wir nehmen natürlich die Slots. Das fragen wir gar nicht. Guck mal, hier so Kollis, ich war Pläne. Und dann fangen wir mal an, was wir hier so haben. Also passt mal auf, wir fangen jetzt mal an, hier langsam was dran zu klöppeln. Das ist doch mal mega, oder? Hier, guck mal hier, ey. Wir hatten ja letztes Mal das Gespräch schon, wenn beim Iveco hier wenigstens ein paar Slots wären oder so, ne? Dann wäre das schon richtig mega Bombe. Ich mache jetzt mal, warte, ich mach die nochmal weg hier. Dann würde das schon ganz schön was rausreißen. Und das stimmt. Jetzt kann ich hier sogar meine Lollis hinbauen. Alter Verwalter. Big Panda wird sich gerade tierisch, der wird tierisch dann abgehen, jetzt, wenn er das sieht hier. Dann oben rundum leuchten, machen wir natürlich auch noch zwei hin, damit das ganz hübsch aussieht. Ich hoffe, das passt jetzt mit den Tröten noch. Ja, passt auch, herrlich. Und hier noch machen wir noch eine Lichtbox dran. Also die von 50k funktioniert, so wie die auch, würde hier auch ganz gut passen. Coole Sache, oder? Also das hier mal zu erwähnen, dass wir hier auch ein paar Slots dazu haben. Also ganz, ganz toll. So, die Sonnenblende bleibt, klar. Dann haben wir hier noch Iveco. Was ist das? Iveco Stralis? Was ist das? Achso, warte mal. Achso, jetzt sehe ich es. Jetzt ist das Stralis weg. Das habe ich nicht gesehen. Hier oben steht Stralis. Ne? Jetzt kann man sehen. Oder ihr lasst es weg. Coole Sache. Dann, das sind die Standardbügel von SDS. Die lassen wir mal weg. Dann haben wir hier noch. Ah, Plaste. Kunststoff. Oder lackiert. Guck mal, Plaste lassen. Wir haben nicht so viel Kohlen. Lassen wir mal weg. Standardbügel von SDS. Dann lackiert. Oder nochmal lackiert diese. Oder die ganz normalen Slots. Auch wieder sehr, sehr, sehr toll. Warum? Weil wir hier wieder was Schönes dran bauen können. Da gucken wir doch mal, ob ich was Passendes da habe, was ich hier dran setzen kann. Ich gucke mal schnell nach. Hier diese, nämlich diese Seitenlampen. Oder die sind, oder warte mal, passen die jetzt mal links? Ja, die stehen ein bisschen weit weg. Aber die kann man nehmen. Die gehen schon. Die gehen schon hier rechts. Ja, die gehen schon. Kann man schon mal machen. Ausnahmsweise. Dann machen wir hier mal, ich weiß nicht, die Lampen passen nicht. Da müssen wir die Nebellampen nehmen. Jack, haben wir hier schon Nebellampen dran? Ist auch gut. Und hier könnte man noch irgendwelche anderen Lampen reinbauen. Warte mal, was haben wir hier oben noch? Die fetten vielleicht? Die heller? Wie sieht es hier mit aus? Ha, siehst du, die kannst du nämlich dann hier auch nehmen. Dann, hat das richtig, dann sieht es richtig hübsch aus. Alter, ah, ich sehe schon, der Iveco wird schon, ne? Liebe Leute. Tolle Geschichte. So, die Trittbrett bleiben gleich. Kunststoff, auch hier, deshalb haben wir hier hinten diese Kunststoffvariante. Ne? Also Kunststoff. Dann haben wir noch so diese extra Variante hier, Kunststoff, ne, so. Oder lackiert und dann hier noch dieses Plaste. Ich lasse mal Plaste da. Dann haben wir Fulltanks. Achso, Chrom, lackiert und Wagenfarbe hier. Ne. Gut, lassen wir auch da. Auspuff, lassen wir mal. Trailerkabel in Farbe bunt oder schwarz, auch gut. Was haben wir hinten noch? Links, rechts oder die Kombination hier von beiden, ne. Von den Unterlegkeilen, die nehmen wir natürlich mit. Gut. Dann die Originallampen von, das finde ich auch ganz gut. Entweder nimmt die Kunststoffverkleidung oder die hier, oder das lasse ich mal weg, nein. Die hier, oder ihr macht einfach die Lampen hin. Finde ich ganz gut, schau. Weil so sind die Lampen weg, macht keinen Sinn. Und mit Lampenslots hier. Tolle Geschichte, das hier fällt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Spiegel, auch lackiert. Der ist dann auch lackiert.
Und der Außenspiegel lassen wir auch lackiert mit den Lollis dazu. Also echt mega, ich werde bekloppt, ey. Oh. Ich sehe schon, der gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, wir werden jetzt mal anfangen, ein bisschen Strahles zu fahren. Hat mir das Thema erst. Aber das ist jetzt echt mal großes Kino, ne? Ich habe ja schon immer gesagt, ich würde es einfach geil finden, wenn irgendjemand mal die alten LKWs mal ein bisschen aufmöbelt hier. So wie den Iveco oder den MAN TGX. Gut, Metz, da arbeitet er aktuell nicht dran. Aber das ist dann natürlich eine ganz, ganz große Sache hier. Ne? So. Das funktioniert natürlich alles. Wo haben wir einen Iveco? Check. Hier haben wir natürlich einen Slotty-Slot. Da machen wir einfach hier. Hulle-hulp, Mädchen. Tasche. Kühlbox. Passt. Lenkrad, wie sieht es hier aus? Exclusive. Kann man machen. Und das Navi nehmen wir noch mit. Und dann, klar, hier vorne sind die Standardschilder, aber die lasse ich jetzt mal einfach außen vorweg. Und dann sieht es eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aus hier. Coole, coole Sache. Wir starten mal unseren Strahles. Bevor wir anfangen, machen wir mal die Scheibe runter. Das muss ich hier. Da sind wir. Ja, wie funktioniert auch hier? Na, geht runter in die Scheibe. Ich hoffe, man konnte es sehen. Hier, auch hier nochmal. Hier. Und tatatata. Also die Scheibe funktioniert hier auch. Wir haben hier auch einen F-Mod. Also er ist F-Mod ready. Oh, ich finde den richtig gut jetzt hier. Finde ich echt großes, großes Kino. Und wir sind ja bei der Version 1.0, ne? Und warum nicht mal so eine Pizzaschachtel fahren? Liebe Leute. Warum mal nicht? Tolle Sache. Gefällt. Kommen wir zum Lichttest jetzt hier auch mal ganz interessant. Den Iveco auch mal ganz anders. Der sieht doch gut aus, oder? Jetzt kommt, liebe Leute. Das ist doch mal richtig stark hier. Oder? Ich finde den echt mega. Auch hier die Lichteffekte, die sehen echt gut aus. Hier, guck mal hier. Toll, 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 toll. Jetzt dann hinten noch hinten am Spoiler dann noch solche kleinen Lampen geben würde, wäre natürlich auch ganz klasse. Vielleicht gibt es das ja irgendwo mal noch. Aber ich finde den echt stark, ey. Kannst sagen, was du willst. Wer hat Bock auf eine Runde Iveco Strahles Singleplayer? Echt cool hier. Stark. Echt großes Kino. So, wir schüsseln jetzt mal los im Iveco Strahles. Reworked. In der Version 1.0 von Fernando aus dem SDS Forum. Klasse Sache. Ich finde es einfach mega. So, jetzt fahren wir hier mal raus. Ein Stückchen. So, kommen wir jetzt mal hier zum Fazit. Also wir haben jetzt hier den Iveco Strahles in der Version 1.0 reworked. Aus dem SDS Forum. Und wir hatten jetzt die letzten Tage immer die Diskussion oder auch dieses Gesprächsthema, dass wir ja den Iveco Strahles als Beispiel im Multiplayer fast nie sehen, ne? Weil einfach keiner in Iveco fährt. Dann haben wir das Starker-Treffen gehabt mit über 312 Teilnehmern und da waren ja dann am Schluss, glaube ich, fünf Ivecos da. Rest war Scania, Volvo, alles ein bisschen bunt gemischt. MN war fast auch keiner da. Ne? Ist auch egal. Wir waren jetzt einfach nur mal bei Iveco, weil Iveco ist halt noch so ein heikles Thema, wo irgendwie keiner fahren möchte. Und beim nächsten Tagetreffen wollen wir das natürlich ein bisschen toppen. Das heißt, beim nächsten Tagetreffen versucht mal mit mehr Ivecos zu kommen. ansonsten jetzt hier nochmal zur Rework-Version. Ich finde die echt klasse. Ne? Mit den ganzen Slots, die man hier hat, finde ich den richtig gut gelungen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin eigentlich nicht so der Iveco Strahles-Fan, aber ich habe es ja schon immer gesagt, wenn hier eine Rework-Version kommt für den Strahles oder für den MAN TGX, dann freue ich mich immer wieder drüber, weil die ja einfach von Haus aus echt schlecht waren von SDS. Die sind halt einfach altbacken und wenn man die jetzt hier nochmal richtig aufpimpt, wie hier mit den ganzen Lampen und Slots und hast dich gesehen, dann machen die richtig was her. Ne? Das ist so. Du kannst sagen, was du willst. Weil es ist halt einfach so ein LKW, was halt einfach keiner fahren mag, weil du hast hier nicht so die Anbaumöglichkeiten beim SCS-LKW, aber hier hast du jetzt, ne? Und dann wirkt es gleich ein bisschen fescher und fresher und hast nicht gesehen. Also es macht auf alle Fälle viel mehr Laune, liebe Leute. Template ist auch mit dabei, F-Mod ready,
Ihr habt hier Scheibe runter hoch, geht, funktioniert, Slots unten im Grill, Plastik, Kunststoff. Ist so viel dabei für die Version 1.0. Einfach nur klasse. Deshalb würde ich jetzt mal schwer sagen, liebe Leute. Wenn euch der Mod gefällt, dann lasst einfach mal einen Daumen da. No. Ich finde nämlich echt mega. Und dann würde ich sagen, falls da noch Fragen sind, einfach kommentieren oder im SDS-Forum nachfragen. Ansonsten, wie immer, Däumchen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch wirklich viel, viel, viel Spaß mit dem Mirko Strahles hier. Ne? Einfach mal Pizzaschachtel fahren, macht echt Laune. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und adios.